Mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Hey, Erde! So, ein Arsch eigentlich. Nicht landen, nicht landen. Oh, ich bin gelandet. Oh, gemein. Du bist gleich tot. Oh, Scheiße. Für ein Arsch du bist. Süß. Süß. Okay, wir haben unsere Gruppe. Oh, wie macht man das jetzt? Du musst wiederbeleben und rein teleportieren. Da müssen wir aber echt fast as shit sein. Das ist nicht möglich während des Kampfes, warum? Mann, you guys. Nicht sterben, Gott, ich komme. Use Bubble. Bin schon tot. Bist du schon drin? Nee. Ich glaube, ich habe einen Punkt gefunden, wo ich mich wiederbeleben kann. Ich warte aber trotzdem auf dich. Ich kann mich nicht teleportieren, weil ich im Kampf war. Excuse me, Princess. Okay, ich bin raus. Ich kann teleportieren. Ja. Das sind also die neuen Recken. Let's fetch it. Es gibt eine neue Ini beim nächsten Level. Hast du gefragt, ob ich meine, ob wir eine neue Ini kriegen? Okay. Könnte schon sein, eigentlich. Das wäre awesome. Aber welche können das sein? Vielleicht Shattered Hall, aber Halls. Die kommen vielleicht erst später. Rashad Island, ja. Tut mir leid, das war nicht so gemein. Das soll doch kein Witz sein. Soll das ein Angriff sein? Can you do the 10? Can you do 10 push-ups in 10 seconds? Dude, I don't have any arms. Come on, you haven't even tried. So ein Arsch. Neulich habe ich irgendwo Eggplant gelesen, ne? Und ich hatte irgendwie das schon mal gehört. Ich komme nicht mehr drauf, was für eine Pflanze das sein könnte. Du hast bei Annoying Orange. Ich habe bei Annoying Orange gehört, ja? Eggplant, dann habe ich mich erinnert, ja? Ist nämlich eine Aubergine. Aber wie soll man das auch bitte im Deutschen irgendwie assoziieren? Das stimmt. Und man sieht, neuen Orange bildet.
Das ist auch bei Passion Fruit, ist mir aufgefallen. Wenig Obst sollten wir auf Englisch kennen. Passion Fruit geht ja noch. Ah. Wie heißt noch? Es hat noch einen zweiten Namen im Deutschen. Das heißt Passionsfrucht oder Maracuja? Ja, Maracuja, ne? Maracuja ist Passionsfrucht. Was? Ich sehe nur noch Bäume. Weil sonst was könnte sonst Maracuja sein? Also, du gehst da ran. Du gehst da ran, könnte ich da durchklingen. Oh, nice. 9600, geil. Ach komm, es tut mir leid. Oh, ich freue mich schon so, wenn du dann mal, gemaxt bist. Das wird jetzt 175 km/h. Ah ne, das ist ja nur bei PvE. Oder wir müssen mit diesen Charakteren vielleicht auch PvE machen. Ja, vielleicht. Von der heutigen Seite kommt gar nicht so viel rüber. Weißt du? Ich habe mich ja auch ein bisschen in meinen Parler verliebt, muss ich sagen. Ich möchte die Community einfach daran teilhaben, also. An dem Erfolg auf ganzer Linie. Ja, das stimmt. Wir haben hier die Chance, uns richtig zu equippen. So richtig. So richtig. Wie echte Kinder. Die Einzigen. Oh Gott. Das ist, wenn einem das Wurstwasser zu Kopf steigt. Nein. Dann kann schon mal was explodieren. Oh Gott, ich kann mal. Ah, die können Mana werden. Full Defense. Ah ja, diese Würmchen. Irgendwas hat mich trotzdem geheilt. Ich vermute Hand auflegen. Nee, Hand auflegen habe ich noch. Boah. Beweis es mir. Da, das war ein Doppel. Ist echt benutzt? Soll ich trotzdem weiter brüllen? Ich guck kurz, ob ich was zu trinken habe. Ich habe ja auch zu null immer noch trinken, ne? Aber. Was ist der? Immer unsichtbar, würde ich sagen. Warum bist du denn da so schnell? Ich bin das nicht. Ich bin direkt vor dir. Siehst du mich nicht? Bei mir ist so alles so verschwommen. Doch, ich sehe dich noch so wie vorher. Oh. Wir kommen jetzt weg. Oh, ich liebe diese Röcke. Weißt du? Meinst du, weil die so hot sind? Ich trage die voll gerne. Kölle? Reden wir von WoW? Die sind auch so, die sehen ästhetisch aus. So luftig? Selbst bei Männern, also bei männlich Paladinen. Das stimmt. Bei so Autoritätspersonen geht das ja auch. Bei so Menschen, die in Wahrheit ultra starke, krasse, super Cyber-Killer sind, sind auch cool. Ja, auch so bei so Bogenschützen, also Samurai-Bogenschützen, also wenn die so in so einem Umhang stehen. Also nicht in Umhang stehen. In so einem Rockding, also ein Kimono nennt sich das dann. Wie geht es sich einfach in den Umhang so? Ich weiß. Du hast ja nichts drin. Huch! Aber du hast hingeguckt. Aber du hast hingeguckt. Das ist schon geht dein Mana da wieder. Ja, solange niemand hier Mana burner. Wieso aus so eine Arena, dass du dann auch Platte hast? Ja, auch aus. Das dämmt so solche Überraschungsdinger aus. Dämmt aus, ja.
Kein Wort verstanden, Spiel, oder? Ich sag, das reduziert solche Überraschungskills. Du hältst dich gerade so Computerverzählern. Du dich eben auch, also. Lass mich in Ruhe. Ebbe? Hey, 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 Ebbe? Was ist denn Arsch hinter mir? Scheiß Mana Burn. Halt ab. Na, Missklick. Team hat trotzdem mal Mana weg. Das ist einfach krass. Das war jetzt vielleicht auch Mana-Gruft. Als Mana wegmacht. Ja, das ist so das Ende des Manas. Hier muss man so oft auf Klo. So eine Wille durch. Okay. Uff, hier wird man durchgeschüttelt. Lightning Styles. Die Musik ist ja geil. Nice. Screw muss man wissen, kann wird immer nicht pfeifen. Ja klar. Er kann auch nicht blind sein. Das stimmt nicht. Das ist mir etwas peinlich jetzt. Ich kann schon blind sein. Mit dem einen Auge geht's ja normal. Mit dem anderen ist er nur ein bisschen creepy. Er kann nicht blind sein. Ich könnte ja noch nicht mal sagen, mit welchem Auge es unfallfrei klappt, mit dem nicht. Ja, sowas muss man im Ausland herausfinden. Ja, stimmt. Nee, ist es nicht. Aber du hast mir auch ein wunderschönes.